Herzlich willkommen zu einem weiteren Steinporträt. Wir nehmen uns ja immer wieder Edelsteine vor, die wir hier porträtieren wollen, die zum einen mal in der gesamten Welt des Edelsteinwesens und der Heilsteine wichtig sind, zu denen es aber auch irgendeinen persönlichen Bezug gibt, warum es mir auch einfach Freude macht, über diese Steine zu sprechen. Und im Februar diesen Jahres ist nun mal der Smaragd dran gekommen. Ein großes Vorhaben, denn der Smaragd ist einer der großen Klassiker und gehört auch zu den sogenannten großen Vier. Einer Viererbande kann man sagen, der bedeutendsten Edelsteine, die über die Jahrtausende hinweg wichtig waren und auch geschätzt waren. Neben dem Smaragd gehört in diese Gruppe der Rubin und der Saphir, also die beiden Vertreter der Korunde, und natürlich der härteste aller Steine, der Diamant. Mit dem Smaragd macht das eben genau vier Edelsteine und mit einem dieser vier wollen wir uns heute beschäftigen. Alle vier sind historisch bedeutsam und der Smaragd steht da in nichts nach. Er ist bereits seit der Antike bekannt und auch begehrt sowohl als besonderer Schmuckstein, was auch an seiner einmaligen Farbe liegt, aber eben auch als Amulettstein, als Stein, der in Edelsteintherapie und als Glücksbringer von Bedeutung war. Der Smaragd ist wiederum Mitglied nicht nur der Viererbande, wie vorhin besprochen, sondern auch einer ganzen Familie von interessanten Edelsteinmineralien, und zwar der Beryl-Familie. Bei den Beryllen geht es los bei einem, ich sag mal, eher unscheinbaren, gräulichen, manchmal auch hellgelblichen Material, undurchsichtig und nicht besonders attraktiv, dem gemeinen Beryl. Dieser Beryl ist die Grundsubstanz, ein Beryllium-Aluminium-Ringsilikat, also eine interessante, komplexe Silikatstruktur, und es hat im Wesentlichen technische Bedeutung. Beryl ist der Träger des Metalls Beryllium, eines Metalls, das wichtig ist für spezielle Legierungen, das gesucht wird, um für ganz besondere Anwendungen sehr spezielle Metallmischungen herzustellen. Und es gibt eben dieses Beryllium nur in wenigen Mineralien, wirtschaftlich von Bedeutung im Beryl und in einem weiteren Mineral, Bertrandit. Heute bleiben wir aber bei den Beryllen und wir wollen uns nicht so sehr mit den technischen Aspekten beschäftigen, sondern wir wollen uns dem zuwenden, das bei den Beryllen am faszinierendsten ist, nämlich die Edelsteinvarietäten. Hat der Beryl keinerlei Einschlüsse, keinerlei Beimengungen, kann er auch in der Natur sehr selten komplett farblos und wasserklar auftreten. Diese Varietät des Beryls nennt sich Goschenit und ist, wie schon gesagt, in der Natur nur wenig anzutreffen. Wird es aber noch interessanter, dann sind weitere Metalle mit dabei. Und hier ist zum einen mal Eisen zu erwähnen, das in seiner zwei- und dreiwertigen Form eine hellblaue Verfärbung des Beryls erzeugen kann. Ja, und dieser Edelstein ist sicherlich allen von Ihnen bekannt als Aquamarin. Ist eine Mischung aus Eisen und aber auch der natürlichen Radioaktivität da gewesen. Kamen diese seltenen Faktoren zusammen, dann entsteht im Beryl eine gelbe bis goldfarbene Tönung und diese seltenere Varietät wird Heliodor bezeichnet. Ganz interessant ist ein pinkfarbener Beryl, der seine hellrosa Farbe Mangan verdankt. Und dann gibt es noch einen sehr seltenen Vertreter der Beryl-Familie, eigentlich auch bei den Edelsteinberyllen der seltenste. Das ist eine tiefrot gefärbte Beryl-Varietät, der veraltet Bixbit bezeichnet wurde, heute als roter Beryl läuft und der seine Farbe dreiwertigen Mangan verdankt. Manchmal wurde dieser Stein auch als roter Smaragd bezeichnet. Dies ist aber nach den Edelsteinnormen nicht zulässig, denn man will eben nicht verwechseln mit dem letzten Edelsteinvertreter unserer Beryl-Familie und mit dem Mitglied, mit dem wir uns heute näher beschäftigen wollen, mit der strahlend grünen Variante, mit dem Smaragd. Der Smaragd erhält seine grüne Farbe wiederum von anderen Metallen. Hier sind Chrom und Vanadium im Spiel. Eines haben alle Berylle gemeinsam, sie haben eine sehr bewegte Entstehungsgeschichte.
Es ist also kein Mineral, das sehr sanft und bei milden Temperaturen irgendwie entstanden ist, sondern es sind Minerale, die aus der Tiefe der Erde kommen, die ihre Kraft aus sehr großen Veränderungsprozessen in der Erde schöpfen. Sie entstehen primär aus Magma, durch hydrothermale Aktivität, also durch heiße Flüssigkeiten, die das Gestein durchziehen, oder metamorph, das heißt durch große Umwandlungen im Gestein, wo Mineralien umgestaltet werden, wo es durch riesige Drucke und Temperaturen wieder zu Umgestaltungsprozessen kam. Daher sind auch Smaragde oft im Gestein eingewachsen anzufinden. Und wir haben auch hier wieder ein, zwei Beispiele mitgebracht, wo man sehen kann, wie die Smaragdkristalle direkt im kristallinen Schiefer eingewachsen sind, die hier keinerlei Raum hatten, wie in Klüften frei zu wachsen, wie man es zum Beispiel von anderen Kristallen oft kennt, sondern man findet eben diese Smaragde oft eingewachsen im metamorphen Gestein. Auch eine Eigenschaft, die natürlich alle Berylle teilt, denn die Grundchemie ist ja die gleiche, ist ihre hexagonale Kristallstruktur. Auch hier ist wieder ein Begriff im Raum, der kompliziert klingt, hexagonal. Es ist aber etwas sehr Einfaches. Stellen Sie sich einfach eine sechsseitige Säule vor. Das ist genau eine hexagonale Struktur. Sie haben eine Längsachse und Sie können den Kristall sechsmal drehen und erhalten immer das gleiche Bild. So versteht man die hexagonale Kristallstruktur. Ja, das sind eben alles Eigenschaften, die die Berylle eint. Die einmaligen Dinge rund um den Smaragd sind jetzt die Geschichten, die wir als nächstes betrachten wollen. Da kommt zum einen mal ein unglaublich interessantes Fundgeschehen. Man kennt ja Smaragde schon seit mehreren tausend Jahren. Es gibt auch historisch belegte archäologische Fundstücke. Es war den Ägyptern im Schmuck schon bekannt, es war im Römischen Reich bekannt. Und so geht es weiter durch die Geschichte. Hildegard von Bingen erwähnt den Smaragd und man kann ihn wirklich über mehrere Tausende von Jahren verfolgen. Aber wo kamen all diese Steine her? Der Smaragd ist ein sehr seltener Vertreter der Beryl-Familie. Und hier ist einmal einer der berühmtesten Minenkomplexe der alten Welt zu erwähnen. Das ist ein Gebiet nahe des Roten Meeres und es sind die alten Smaragdminen Ägyptens. Alle historisch belegten Smaragde stammen aus diesen Minen, die heute noch als Ruinen besichtigt werden können. Man kann also diese Fundstätten tatsächlich auch noch erfahren, denn sie befinden sich in einem sehr interessanten Nationalpark im Wadi El Gemal. Das ist genau am Roten Meer. Und dieser Nationalpark bietet interessante Einsichten. Zum einen mal ist er eben direkt am Roten Meer. Das heißt, man hat Korallenriffe, man kann tauchen, man hat die Küste. Und unternimmt man eine Fahrt ins Landesinnere, dann kommt man zu diesen alten Ruinenplätzen und findet eben dieses Smaragdfundgebiet als aufgelassene Minen vor, die ungefähr vor 3000 Jahren bereits begonnen worden sind und bis ungefähr in das Jahr 1200 betrieben worden sind. Das heißt, hier sehen wir eine Minengeschichte, die ungefähr 3000 Jahre umfasst. Und seit 3000 Jahren wurden eben Smaragde im Minengebiet im alten Ägypten geborgen. Historisch belegt ist auch das Gebiet in der römischen Literatur. Es gibt zum Beispiel bei Plinius dem Jüngeren einen sehr interessanten Aufschrieb, der von einem Mons Smaragdus, dem Smaragdberg, spricht. Und das ist eben genau dieses Minengebiet hier im heutigen Nationalpark Wadi El Gemal. Ansonsten ist es auch als Kleopatra-Mine bekannt. Man muss aber hier dazu sagen, dass die Minentätigkeiten wohl weit vor die Zeit von Kleopatra reichen. Aber sie ist natürlich eine besonders prominente Vertreterin der Dynastien in Ägypten. Von daher ist auch dieser Name in die Literatur eingegangen. Der Überlieferung zufolge wurden die tiefgrünen, kostbaren Edelsteine, die diese Smaragde zu aller Zeit waren, seit jeher als Symbol für Macht und Ewigkeit angesehen. Und sie sollen eben zum ersten Mal in einem nennenswerten Umfang in Ägypten entdeckt worden sein. Aber es gibt weitere Fundorte von Smaragden. Und hier können wir nun sagen, ganz stolz auf unser kleines Europa, auch in Europa haben wir einen bedeutenden Fundort, der auch historisch belegt ist, und zwar in Österreich.
Im Habachtal befindet sich auf ungefähr 2200 Meter Höhe ein aufgelassenes Minengebiet, in dem wahrscheinlich schon seit frühester Besiedlungsgeschichte der Alpen nach diesen Steinen gesucht wurde. Man geht davon aus, dass bereits zur Bronzezeit dort das Gebiet durchstreift wurde und wohl auch die grünen Steine aufgefallen sind. Im Schmuck belegt ist diese Zeit nicht, aber es ist historisch belegt, dass es einen regelmäßigen Abbau seit dem 17. Jahrhundert im Habachtal gegeben hat. Und auch heute noch kann man kleine Smaragde mit sehr viel Glück in den alten Halden finden. Heute noch wird der Bergbau oder das Bergbaugebiet, muss man sagen, touristisch genutzt und man kann es eben besuchen. Ich habe hier ein kleines Bild mitgebracht, zum einen mal vom Habachtal, damit Sie sich eben ein bisschen vorstellen können, wo dieses ist. Das ist im Salzburger Land. Und man kann eben auch, wie man hier sieht, jetzt sehr schön in diesem ehemaligen Schutt, in diesem alten, schon bereits geborgenen Gestein aus dem alten Abbau, immer noch heute Smaragde suchen. Hat man sehr großes Glück, findet man eine kleine Stufe, so wie diese hier. Hier sieht man einen Smaragdkristall, der im kristallinen Schiefer des Habachtals eben eingewachsen ist. Aber das sind beides historische Fundstätten, die zwar für die Geschichte der Smaragde sehr bedeutend sind, die uns aber heute nicht mehr mit den schönen Smaragden der Neuzeit versorgen können. Hier kommt nun ein weiteres Fundgebiet ins Gespräch, das historisch verbürgt ist und das aber bis heute sehr, sehr bedeutend ist. Hierzu wandern wir nun in die neue Welt und zwar nach Kolumbien. Es gibt ein Gebiet um Musu. Musu ist eine kleinere Ortschaft im Inneren Kolumbiens. Wir haben hier eine Karte mitgebracht, auf der man sehen kann, wo das ungefähr liegt. Und Sie sehen auf der Luftaufnahme von Musu, dass es sich um einen kleineren Ort handelt. Rund um diesen kleineren Ort gibt es ein großes Minengebiet, in dem Smaragde gefördert werden können und die dort auch schon seit Jahrhunderten gefördert wurden. Dieser Ort ist benannt nach einem dort lebenden Indianerstamm, den Musu-Indianern, die Smaragde schon in der vorspanischen Zeit gefördert haben und als Tauschobjekt zwischen anderen Indianerstämmen einsetzten. Seit ca. Mitte des 16. Jahrhunderts haben die Spanier dann dort die Herrschaft übernommen und haben natürlich den Wert dieser seltenen Edelsteine erkannt und haben sich der Fundgebiete bemächtigt. Über die Hälfte der Weltproduktion, auch heute noch, stammen aus diesen Fundgebieten von Musu, vor allen Dingen, wenn wir von den höheren Edelsteinqualitäten sprechen. Insgesamt ein großes Fundgebiet. Man hat ein ungefähr 200 Hektar großes Minengelände. Smaragd kommt aber auch noch in anderen Bereichen der Erde vor. Nicht unbedingt in diesen sehr feinen Qualitäten, aber eben auch zum Beispiel in Qualitäten für Kunsthandwerk oder für Heilsteine zum Trommeln und so weiter. Hier ist vor allen Dingen Brasilien und sein Bundesstaat Bahia zu nennen, das sehr große Mengen Smaragde liefert, aber meistens in nicht transparenten Qualitäten. Und es gibt sehr schöne Fundorte in Afrika, zum Beispiel in Sambia, Äthiopien oder auch Simbabwe. Das ist so momentan das, wo Smaragd kommerziell gefunden wird. Und wir wollen uns auch ein bisschen damit beschäftigen, wie eben Smaragd verwendet wird. Wir haben es schon erwähnt, es ist ein historischer Schmuckstein, einer der großen Klassiker, ein Mitglied der großen Vier und von daher in der historischen Literatur natürlich auch vielfach beschrieben und verbürgt. Der Name Smaragd wurde übrigens aus dem Lateinischen in unsere Sprache übernommen, vom Smaragdus. Und dieses wiederum kam aus dem klassischen Griechischen Smaragdos, dem grünen Stein. Und hier gibt es wiederum eine Verbindung sogar ins Sanskrit mit Marakatam, was auch wiederum grün bedeutet. Es gibt auch weitere Bezüge zu antiken Sprachen, was auch wiederum zeigt, dass eben der Smaragd in verschiedenen Kulturkreisen bekannt war und natürlich dann auch beschrieben wurde. Entsprechend historisch findet man auch Smaragde als Bestandteile von bedeutendem Kunsthandwerk. Es gibt Herrscherkronen, die Smaragde enthalten. Es gibt eindrucksvolle Schmuckstücke, es gibt unglaubliche Kirchenschätze, die auch mit Smaragden besetzt sind. Und diese Steine waren zu allen diesen Zeiten jeweils den höchsten Würdenträgern vorbehalten. Smaragde erzielen auch heute noch unglaubliche Preise. Das ist auch interessant. Es ist wiederum ein Edelstein,
dessen Wertschätzung nie aufgehört hat. Seit seiner Entdeckung vor um die 3000 Jahren hat der Wert und diese Wertschätzung für Smaragd nie aufgehört. Ein kleines Beispiel kann ich hier auch noch berichten. Im Juni 2017 wurde bei Christie's in New York der Rockefeller Emerald, der Rockefeller Smaragd, versteigert. Das war ein in einem Ring gefasster Stein in Smaragdschliff von 18 Karat Gewicht, von einer ganz feinen, schönen smaragdgrünen Farbe. Und dieser Stein wurde von dem berühmten Juwelier Harry Winston ersteigert, der dafür 5,5 Millionen US-Dollar bereit war zu bezahlen. Das heißt, wir erzielen einen Karatpreis von 305.000 US-Dollar. Der höchste Karatpreis, der bisher für einen Smaragd in einer Auktion bezahlt wurde. Man sieht also, welche Werte diese seltensten Steine einnehmen können. Ich habe auch einige Beispiele nochmal mitgebracht, dass Sie sehen können, wie immer noch in der heutigen Zeit bedeutende Schmuckstücke mit großen Smaragden angefertigt werden. Auch heute noch sind die Smaragde eben Ausdruck ganz besonderer Wertschätzung. Und Sie sehen hier zum Beispiel Colliers und andere Schmuckstücke, die Smaragde in Verbindung mit Diamanten enthalten. Also man hat versucht, die wertvollsten Dinge zusammenzubringen und diese dann entweder in Gold oder in Platin zu fassen. Also auch die wertvollsten Metalle nur sind gut genug, um diese unglaublich schönen und seltenen Steine einzufassen. Smaragd war auch, wenn er dazu zur Verfügung stand, als Kunsthandwerk in Gebrauch. Einige Beispiele habe ich auch hierzu gefunden. Es gibt zum Beispiel ein sehr berühmtes Stück im Grünen Gewölbe in Dresden, also in der Sammlung, die aus den Sammlungen der sächsischen Herrscher hervorging. Es gibt eine aus Edelmetallen gestaltete Figur, ein Mohr, der ein Tablett trägt mit Edelsteinen. Naja, und was trägt er dem Fürsten an? Natürlich den edelsten Stein, den er sich denken konnte fürs Grüne Gewölbe, grüne Smaragdstufen. Es gibt weiterhin auch im Modernen noch Kunsthandwerk. Ich habe eine kleine Abbildung hier von einer Gravur eines Smaragdfinders, der eben hier den gefundenen Smaragd hervorzeigt, das ganze Stück geschliffen aus einem einzigen Matrixstein mit Smaragdkristallen. In der kunsthistorischen Sammlung in Wien ruht ein sensationell großes Smaragdgefäß. Das durfte ich schon in meinem Buch Mythos Edelstein vorstellen, aber gerne zeigen wir es hier auch nochmal. Das ist ein ausgehöhlter großer Smaragdkristall aus Kolumbien, der für ein Gefäß gestaltet wurde. Also Sie sehen auch hier wiederum Smaragd nur für die edelsten Verwendungszwecke und natürlich nur für die großen Herrscherhäuser ihrer Zeit. Schon immer hat man auch Smaragd sehr, sehr sorgfältig betrachtet und ähnlich behandelt bei der Bewertung wie zum Beispiel Diamanten. Man sagt ja auch beim Diamant, dass die Wertschätzung, die Werteinteilung durch die 4C definiert ist. ABC, also der dritte Buchstabe im Alphabet, 4C. Und was bedeuten diese 4C? Für was stehen sie? Es ist ein englischer Begriff. Und hier hat man die Begriffe Color, Clarity, Carat and Cut zusammengefügt, um diese 4C-Wertkriterien aufzulisten. Und hierunter versteht man auf Deutsch die Farbe des Edelsteins, seine Reinheit, sein Gewicht und wie er geschliffen wurde. Sie sehen hier einen Gemmologen, der einen Smaragd ganz genau unter die Lupe nimmt, wahrscheinlich auch, um sein spannendes Innenleben zu untersuchen. Denn beim Smaragd ist es entgegen zum Beispiel des Diamanten so, dass sehr feine Einschlüsse, wenn der Smaragd selbst eine gute Farbe hat, nicht als wertmindernd betrachtet werden. Man spricht hingegen beim Smaragd dann vom sogenannten Jardin, einem Begriff aus dem Französischen, der Garten bedeutet. Das heißt also, man sagte dann, dass dieser Edelstein einen wunderschönen Garten in sich trägt und hatte er die wunderbare Smaragdfarbe, hat man den Stein trotzdem als sehr wertvoll eingeschätzt. Diesen Jardin zu untersuchen, ist die Aufgabe des Gemmologen, der hierzu natürlich spezielle Lupen dann auch gebraucht, um die Details sehen zu können. Eine weitere Besonderheit ist in den Sprachbegriff der Gemmologie eingewandert. Das ist der Schliff des Smaragd. Wir hatten ja vorhin gesprochen, dass eines der Cs, der Cut, der Schliff des Steines auch wichtig ist. Und wir haben gerade eben gesagt, dass das Einschlussbild des Smaragdes unter Umständen genauso wertvoll ist wie ein transparenter Stein, weshalb man
beim Smaragd einen anderen Schliff zum Einsatz brachte und entwickelt hat als zum Beispiel den klassischen Brillantschliff beim Diamanten. Der sogenannte Smaragdschliff, den wir hier einmal zeigen wollen, ist zum einen der Wachstumsform des Smaragdes geschuldet und zum anderen einer gewissen Empfindlichkeit in eine Richtung. Wir sehen hier ein Smaragdkristall in Matrix, in Gestein, mit seiner typischen stängeligen Form. Und diese Längsachse bezeichnet auch die Richtung, in der der Smaragd besonders empfindlich ist auf Druck, denn er spaltet ganz gerne und leider auch unregelmäßig entlang dieser Achse. Aber er hat eben diese Form, der länglichen Form, und das ergibt dann wieder einen Quader. Ich habe eine kleine Zeichnung mitgebracht, die Sie hier jetzt neben dem Kristall sehen, und einige Beispiele von Smaragde im Smaragdschliff. Diese kleinen Abkantungen, die Sie an den Ecken sehen, sind auch wieder seiner Eigenschaft geschuldet, dass er eben entlang der Längsachse oft druckempfindlich ist. Und diese kleinen Abschrägungen verhindern, dass zum Beispiel der Kristall beim Fassen, wenn ein Edelmetall dagegen gedrückt werden muss, leicht spaltet. Man hat eine höhere Auflagefläche. Man hat also versucht, die Steine so zu schleifen, dass die Form und das Innenleben schön zur Geltung kommen, dass er aber auch sicher verarbeitet werden kann. Und dieser besondere Schliff ist als Smaragdschliff in die Literatur eingegangen, wird inzwischen natürlich auch auf andere Steine angewendet, aber ursprünglich entwickelt wurde er eben, um Smaragde zur Geltung zu bringen. Ja, so viel kann man mal für seinen gemmologischen Edelsteinwert sagen, aber natürlich hat der Smaragd nicht nur fasziniert als strahlend grüner Stein, als sehr seltener Stein, sondern er hat auch viele Menschen fasziniert, weil man mit ihnen besondere Eigenschaften verbunden hat. Zu allen Zeiten der Kulturgeschichte haben sich ja Menschen auch mit den Aussagen der Kristalle beschäftigt. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, hat dieser Stein einen Anknüpfungspunkt zu mir, bringt er eine Botschaft mit, kann er in irgendeiner Form beschützen, kann er ein Amulett sein, kann er eben für diese Zwecke verwendet werden, kann er vielleicht auch Menschen unterstützen bei Heilung oder bei anderen Unternehmungen. Ja, und so ist es eben so, dass auch der Smaragd seit Urzeiten her mit vielen positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht wurde. Man sah ihn als helfenden Stein bei vielerlei Gebrechen. Und diese ganzen Beschreibungen wurden natürlich auch bis in die Neuzeit weiter verfolgt und auch weiter studiert. Und man geht auch heute noch davon aus, dass der Smaragd gerade als Stein gut ist, wenn es um eine neue Orientierung in Lebenskrisen geht, wenn Menschen begleitet werden sollen, die zum Beispiel eine gesundheitliche Krise durchleben und hier wieder Orientierung finden müssen, auch für sich selbst, um ihre Regenerationsfähigkeit aufzubauen und um zur Gesundung zu gelangen. Der Smaragd ist auch ein Stein, dem eine große Zielstrebigkeit zugeschrieben wird. Man sagt, dass Smaragde dabei helfen, Ziele oder eben Wandlungsbewegungen zielstrebig voranzubringen, auch im eigenen positiven Sinne und dann auch schnelles und effizientes Handeln fördern. Man ist sozusagen mit dem Smaragd ein Herrscher im eigenen Reich, der seine Dinge im Griff hat. Vielleicht war ja auch diese kleine Botschaft einer der Gründe, warum so viele Herrscher über die Jahrtausende hinweg gerne Smaragde bei sich trugen oder in ihren Kronschätzen anhäuften. Aber auch Menschen, die jetzt des Herrschens relativ unverdächtig sind, wie zum Beispiel die Nonne Hildegard von Bingen, die sich ja eher als spirituelle Lehrerin empfohlen hat über die Jahrhunderte. Auch ihr war der Smaragd bekannt, auch sie empfiehlt ihn bei zahlreichen Gebrechen und listet eben vielfältige positive Wirkungen auf, die der Smaragd wohl ihrer Meinung nach mitbrachte. Ja, und warum hat er uns beschäftigt? Wir haben uns überlegt, wann können wir am besten uns eines Steines annähern, wann passt vielleicht auch die Stimmung im Jahr gut zum Stein. Und da war für uns so ein bisschen der Fokus, auch für mich persönlich zu sagen, der Smaragd ist eigentlich ein idealer Stein im ausklingenden Winter mit Blick aufs Frühling. Zum einen mal, weil er eben diese positiven nach vorne Orientierungen fördert. Und zum anderen, weil er vielleicht auch ein wenig die Konkretheit hilft beizubehalten,
die man benötigt, um die Vorhaben, die man sich zum Jahreswechsel im neuen Jahr vorgenommen hat, auch wirklich umzusetzen. Es ist ja oftmals, wie wir alle wissen, nicht schwierig, Vorhaben zu fassen und sich auszudenken, aber die Schwierigkeit beginnt dann, wenn man diese Vorhaben im Alltag durchhalten möchte, wenn man vielleicht auch erste Widerstände spürt, wenn vielleicht auch das eigene Umfeld mit den Vorhaben gar nicht so einig ist, die man sich selber vorgenommen hat. Und um da nicht aus dem Auge zu verlieren, wo man selbst steht mit seinen eigenen Lebensumständen, wo man aber auch eingebunden ist in die physische, vielleicht auch in die spirituelle Welt, hier ist Smaragd eben ein guter Stein, um zu begleiten und um für sich selbst hier Klarheit zu empfinden und einen gangbaren Weg zu finden, der die eigenen Interessen berücksichtigt, der aber auch die Menschen im eigenen Umfeld nicht zurücklässt, der auch deren Möglichkeiten und Wünsche mit einbringen lässt. Daher war für mich der Smaragd eben so ein schöner Stein für den Februar, um ihn jetzt in dieser Jahreszeit zu besprechen. Ein anderes Thema ist noch beim Smaragd, dass er einen relativ guten Schulungsweg aufzeigt für ein tiefes Empfinden, für Ästhetik, für Harmonie und auch für Gerechtigkeit. Und wenn man Ziele nicht rücksichtslos voranbringen will, sozusagen mit der Axt im Walde oder mit dem Kopf durch die Wand, sondern unter Einbeziehung des Umfeldes gestalten möchte und dann auch noch zu einem angenehmen, harmonischen Ergebnis kommen möchte, dann ist vielleicht diese Smaragd-Energie ein guter Impulsgeber, um hier voranzukommen. Ja, und Smaragd ist auch relativ einfach anzuwenden. Er ist heute bei weitem nicht mehr so selten und unzugänglich wie in den Zeiten des Mittelalters oder in der Antike. Er ist auch heute nicht mehr nur in den sehr hochwertigen Edelsteinqualitäten verfügbar, sondern man kann Smaragd auch sehr schön bekommen in kräftigen grünen Farben, aber in nicht transparenten Qualitäten, die jedoch für die geistige und spirituelle Arbeit genauso geeignet sind. Empfohlen wird beim Smaragd meist ein Tragen auf der Haut. Das heißt, man kann zum Beispiel eine Kette oder einen gebohrten Trommelschein tragen. Es gibt geschliffene Steine mit Silberstiftösen. Es gibt auch einfache Cabochons, die nicht transparent sind, in Silber gefasst. Alle diese Gegenstände sind wunderbar geeignet, um Smaragd mit sich zu führen. Man kann aber auch sehr schön den Smaragd in der Meditation zum Beispiel auflegen. Man kann ihn als Stufe betrachten, man kann ihn aber auch gerade auf Stirn oder Bauch auflegen. Hier sind flach geschliffene Steine, wie zum Beispiel ein größerer Trommelstein oder Scheibensteine, gut geeignet, aber durchaus auch eine kleinere, flache, rohe Stufe mit Smaragdkristallen, wie man sie zum Beispiel aus Bahia kennt. Ja, und wer mit dem Smaragd einmal innerlich näher in Kontakt kommen möchte, hierzu gibt es eine wunderbare Wassersteinmischung meines lieben Kollegen von Vita Juvel, die einen sehr schönen Stab und auch eine Flasche gestaltet haben mit dem Vitality Mix, die eben auf diese Thematik der Vitalität, der Einbeziehung der Gesundung anspricht. Hier ist Smaragd nochmal kombiniert mit Bergkristall. So kann man Edelsteinwasser problemlos ansetzen und kann auch eine kleine Trinkkur mit Smaragden machen. Ja, und einen Aspekt möchte ich auch nicht außen vor lassen. Das ist eine Geschichte, die mein lieber und leider zu früh verstorbener Freund Michael Ginger zu erzählen hat. Denn der Smaragd wäre wahrscheinlich nicht so bedeutend, hätte ihn nicht Michael Ginger für sich selbst erkannt, bereits 1985 als Stein mit besonderer Wirkung. Michael war damals gerade sehr im Umbruch, er war mit seinem Studium unzufrieden, er hatte mit Chemie angefangen, hat sich mehr Naturstudium gewünscht, kam aber in eine sehr sterile Laborwelt, die ihm überhaupt nicht behagte. Und dies führte zu einer Reihe von Disorientierungen, auch von Erkrankungen, unter anderem auch zu einer sehr penetranten Nebenhöhlenentzündung, die ihn plagte. Und er hat diese ganze Geschichte beschrieben in dem Klassiker Die Steinheilkunde, die ich auch gerne nochmal jedem empfehlen möchte, der eben mit Steinen wirklich arbeitet und hier Grundlagenwissen braucht. Es ist sein erstes bedeutendes Werk und nach wie vor die Grundlage der modernen analytischen Steinheilkunde in Deutschland. Und hier hat eben Michael berichtet, wie ihn der Smaragd auf den Weg des Steineforschenden geführt hat. Er hat ihn an sich selbst angewendet, er war extrem beeindruckt von den eingetretenen Wirkungen, aber er war dem natürlich sehr kritisch gegenüber. Er wollte das nicht einfach eins zu eins dem Stein zuschreiben,
Aber diese eine Erfahrung mit dem Smaragd hat bei Michael ein großes Suchen und Forschen ausgelöst, was am Ende eine jahrzehntelange Beschäftigung in viele Bücher und in einen unglaublichen Erfahrungsschatz eingeflossen ist, die uns heute noch zur Verfügung stehen und bereichern. Also hier war der Smaragd für einen modernen Forscher ein Ausgangspunkt, der weit, weit in die Geschichte zurückreichte und bis heute bedeutend war. Das heißt, die Steinheilkunde von Michael Winger wirklich zu empfehlen. In der Einleitung steht es drin und natürlich enthält die Steinheilkunde auch einen Kapitelbeitrag über den Smaragd, den man nicht vernachlässigen soll. Wer sich für die kulturhistorischen Hintergründe interessiert, kann auch gerne in meinem Buch Mythos Edelstein lesen. Wir haben natürlich auch in diesem Buch über die Smaragde berichtet und hier auch ein wenig mehr noch über das Kunsthandwerk und über die geschichtlichen und mythologischen Überlieferungen. Mythos Edelstein, auch interessant zum Thema Smaragd. Ja, ich hoffe, dass diese kleine Porträtierung eines alten Bekannten Sie wieder neu fasziniert hat. Und ich hoffe, dass Sie Spaß haben daran, dass Sie motiviert sein werden, den Stein für sich selbst auszuprobieren und einfach eigene Studien anfangen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit und viel Spaß mit diesem Edelsteinporträt.